Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Quasius und Röhrie. Ist das nicht ein herrlicher Anblick? Das ist ein 5 Liter Metkrug, den ich vor circa einem halben Jahr angesetzt hatte und vor ungefähr 5 Monaten gefiltert und abgefüllt habe in einen 5 Liter Ballon. Und heute werden wir diesen 5-Liter-Ballon auf Einzelflaschen abziehen. Mal ein paar Informationen zur allgemeinen Gärung. In der Regel sagt man, die Hauptgärung eines Metansatzes ist nach 7 bis 9 Tagen abgeschlossen. Danach folgt die Nachgärung, die noch ungefähr weitere 7 bis 10 Tage dauert. In der Regel ist der Met nach 6 Wochen fertig. Er darf keinerlei Gärungsaktivitäten mehr zeigen. Nach ungefähr 5 Wochen fügt man eine entsprechende Menge Kaliumpyrosulfid hinzu. Dies dient dazu, Gärungsrückstände zu binden. Es gibt so Alkoholhalbprodukte, die werden gebunden, die verursachen auch Kopfschmerzen. Daher ist es wirklich von Vorteil, eine entsprechende Menge Schwefelpulver hinzuzufügen. Des Weiteren dient dieses Kaliumpyrosulfid der Haltbarkeit des Mets. Je höher ein erreichter Alkoholwert, desto länger ist Met haltbar. Man sagt, ab einem Wert von 13 bis 14% ist eigentlich mehrere Jahre haltbar. Unter 11% muss man aufpassen, dass der Met nicht eventuell nach einigen Monaten verdirbt. Also immer mal wieder kontrollieren. In der Regel sollte das eigentlich nicht passieren, denn ein Wert von 13 bis 14% ist eigentlich immer erreichbar. So, jetzt möchte ich euch zeigen, wie ich meinen Met in Flaschen abfülle. Dazu werden wir diese 5 Liter auf einzelne 1 und 0,75 Liter Flaschen verteilen. Und zwar eine kleine Schüssel, weil wir werden die Flaschen vorher noch desinfizieren. Und das werden wir mit einer kleinen Menge Kaliumpyrosulfid, das wir in Wasser lösen. Ich zeige das gleich. Des Weiteren einen Trichter, einen Schlauch oder Weinheber, entsprechende Flaschen. Diese 1 Liter Flaschen bekommt man im Netz. Aber recht teuer. Günstig gibt es diese 1 Liter Flaschen bei IKEA. Des Weiteren habe ich hier Arauna Schwefelpulver. Da werden wir jetzt eine ganz kleine Menge in Wasser lösen. Noch ein Tipp: Kauft euch Bügelverschlussflaschen. Wenn ihr euch einen Wein kauft, einen Fruchtwein oder sonstiges, werden sehr häufig solche Bügelverschlussflaschen angeboten. Kauft euch die, ihr spart ca. 2 Euro pro Flasche. Wir werden zunächst die Desinfektionslösung vorbereiten. Dazu befülle ich jetzt hier diesen kleinen Behälter mit etwas lauwarmem Wasser. In dieses lauwarme Wasser gebe ich jetzt ein wenig von dem Schwefelpulver. So, weniger als 1 Gramm, denke ich mal, ein bisschen was rein hier. Das Ganze nun mit einem Löffel umrühren. Nehmen wir uns eine Flasche,
da rein und schütten unsere Desinfektionslösung in die Flasche, sodass diese circa halb befüllt ist. Filter entfernen, Flasche verschließen und gut durchschütteln. Gleich die nächste Flasche nehmen, den Trichter wieder einführen und aus der ersten Flasche die Lösung in die zweite Flasche geben. Wir werden die Flaschen im Anschluss noch ein wenig abtropfen lassen. Es sollte sich nach Möglichkeit kein Schwefelwasser mehr in der Flasche befinden, wenn wir den Wein abfüllen. So, zweite Flasche. Und schütteln. Und so fahren wir fort, bis wir alle Flaschen mit der schwefligen Lösung ausgespült haben. So, die letzte Flasche ist nun auch ausgespült. Nun geben wir die restliche Lösung wieder zurück in unsere kleine Schüssel. Andere Flaschen desinfizieren möchte, kann man sich das auch eine Zeit lang aufheben, diese Lösung. Oder man gießt das jetzt einfach fort. Flasche nochmal abtropfen lassen. In ein wenig von der schwefeligen Lösung mit in den Metgerät ist das nicht schlimm. So, die Flaschen sind soweit vorbereitet. Jetzt können wir unseren seit langer Zeit verschlossenen Met öffnen. Köstlich. Ich habe hier die Flasche auf einen kleinen Schemel gestellt und wir werden jetzt mit Hilfe von dem Weinheber hier den Schlauch einführen in die 5-Liter-Krug und jetzt werden wir den Met absaugen. Die Aquariumbesitzer kennen das. Saugen, bis der Met am Mundstück angekommen ist. Das Ganze verschließen mit dem Daumen. Die Flasche nehmen, das Schlauchstück einführen und fließen lassen, etwas vertieft. Sobald die zweite Flasche parat haben, jetzt geht das nämlich alles relativ zügig. So, die Flasche ist gleich gefüllt, dann das Endstück zuhalten. So. Und die nächste Flasche einführen. Dabei gehen immer ein paar Tröpfchen verloren. Das ist völlig klar. So, unsere abgefüllte Flasche können wir jetzt verschließen. Und schon mal die nächste Flasche parat stellen.
möglichst blasen und blasenfrei abzapfen, dass nicht so viel Sauerstoff in den Met gerät. So, nächste Flasche ist bereit. So, fertig abgefüllt. Kann verschlossen werden, noch einmal abputzen. Und die nächste Flasche parat stellen. Auch darauf achten, dass der Schlauch tief genug in dem 5-Liter-Krug steckt. So. Nächste Flasche kann verschlossen werden. Möglichst spundvoll abfüllen, das heißt, so möglichst viel Met in die Flasche füllen, wie es geht. Damit wenig Sauerstoff an den Met gelangen kann und dadurch eine Oxidation ausgeschlossen werden kann. Und die letzte Flasche. Vorher nochmal. Nochmal ansaugen. Flasche bis oben hin befüllen. Die nächste Flasche bereithalten. So. Mal den Krug, wenn es dann halt zum Ende zugeht, den Krug etwas schräg halten. Wie wir sehen, sind da nicht ganz 5 Liter in dem Krug. Da kommen schon die letzten Reste. Liegt auch daran, dass ich die Literflaschen immer spundvoll befülle. Das heißt, eigentlich mehr in der Flasche ist als 1 Liter. So. Ja, hier sehen wir das schöne Ergebnis. Unser Met ist nun in Einzelflaschen abgefüllt, kann nun dunkel und kühl im Keller meinetwegen gelagert werden, wenn er nicht sofort getrunken wird. Ja, somit wünsche ich euch viel Spaß wieder beim Nachmachen. Ihr habt schon mal einen Eindruck bekommen, wie ein solch gefilterter Met nun aussieht. Leider kann ich den Geschmack nicht übertragen. Und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und wir sehen uns wieder.
Skål und bis zum nächsten Mal.